Moin. Ich mache heute mal ein bisschen was aus der Reihe. Ausnahmsweise nicht im Livestream auf Twitch, sondern jetzt exklusiv für YouTube. Und zwar werde ich den Call of Duty Singleplayer mal anzocken. Ich habe dieses Spiel jetzt schon, ich weiß nicht, seit Release eigentlich, also seit dem Tag, wo es rausgekommen ist. Und habe noch nicht einmal in den Singleplayer reingeguckt. Habe mir aber zum Glück auch noch nicht die Videos oder die Inhalte angeguckt. Ich bin tierisch gespannt, wie es wird. Und wie gesagt, exklusiv jetzt für YouTube mache ich mal ein paar Folgen. Ich denke, ich werde nach jedem, wenn ich es ausloten kann, nach jedem Level welchen Cut machen. Und dann machen wir da mehrere Folgen draus. Erstmal schauen, wie weit wir heute Abend kommen. Gut, wir springen mal ins Spiel. So, ich habe es wirklich noch gar nicht angezockt. Ich weiß überhaupt nicht, was mich hinter diesem Menü erwartet. Und für die, die sonst zugucken, hier ist es diesmal ein bisschen dunkler. Ne, jetzt wird es wieder heller und so. Ich habe mein Ambilight heute mal angemacht, damit ich ein bisschen tiefer in die Story dann vielleicht einsinken kann. Das ist so das Ziel. Okay. Die Meldung kommt mir so ein bisschen bekannt vor. Aber wir schauen erstmal. Wie gesagt, ich gar keine Ahnung. Damit ich mich nicht blamiere, zocke ich wahrscheinlich lieber auf Rekrut. Nee, wir machen mal Soldat. Machen wir mal nicht ganz so. Hoch. So das. Sie was, ich kann dann auch mal ganz kurz die Overlays ausmachen. Wir sind die Mörder. Ein Kampf so. Ohne Reue. Ja, hier ist schön dunkel. Ich versinke. Ein bisschen mehr im Bild. Nur so werden wir leben. Und sterben. Als wahrer Soldat. Oh shit. Alter, okay. Es scheint wirklich ein bisschen krasser zu werden. Wir nehmen Echo 3-1 an Charlie 2, Kommandeur. Kommandeur hört. Landezone in Sicht. Sieht aus, als wären unsere Jungs pünktlich, Kane. Verstanden, 3-1. Hitman-Teams bereit zum Angriff. Sie haben grünes Licht. Colonel, wir haben vielleicht ein Problem. Zu spät, Laswell. Sind aktiv. Nicht bis ich es sage. Watcher an 3-1, hören Sie? General Barkov hat neues Chlorgas in sein Lager geschickt, aber seine Söldner wollen es heute Nacht per Konvoi nach Ursikstan bringen. Sie haben weiterhin Angriffsfreigabe, aber Beschuss von russischem Militär ist tabu. Wir können uns keinen internationalen Zwischenfall erlauben. Oh Gott, da muss ich zwischendurch niesen. Auf jeden Fall wieder alles sehr dramatisch. Ich höre auch schon Sachen, aber ich sehe nichts. Okay, doch, ich sehe was. Uhr eingekehrt. Gott, ich werde gleich wahrscheinlich richtig ablosen. Ja, sehr pixelig aus hier das Ganze, ne? Keine Garantie, dass die russische Armee stillhält, Kate. Verstanden, Alex. Finden Sie das Gas, Barkovs Laster, und verschwinden Sie, bevor es brenzlig wird. Okay, Watcher, wir sind da. So, wollen wir mal. Gehen wir. An alle Hitman-Teams. Rück zu eurem Einsatzpunkt vor. Verstanden. Unterwegs. Ist klar. Alles klar. Wir müssen uns beeilen. Barkovs Leute transportieren das Gas heute Nacht. Wie stehen die Chancen, dass wir auf General Barkov treffen? Würde sich ein russischer General nicht mehr begraben lassen. Not bad. Ne, komm, ich mach mal einen auf Profi. Die Waffe gehört in die Hand. Ich höre zwei. Die suchen uns. Granate? Na, keine Uniform. Erledigt. Wir sind sicher. Verstanden. Auf dem Kampf postieren. Das war ein Glücksschuss. Aber es war wahrscheinlich auch von mir erwartet. Wurde von mir erwartet. Na, was haben wir denn da so dabei? Oh, nee, doch nicht. Feuer frei. Bereithalten für Zielbestätigung. Verstanden.
Verstanden, 3-1. Viking hält sich bereit. Checken wir die Gegend und vergewissern uns, dass keine russische Armee da unten ist. Das war hier, glaube ich. Überprüfen Sie die Schienen. Ziele im Ladedepot. Sichtkontakt. Verstanden. Kontrollpunkt, das ist der Eingang. Alles gut. Schienen? Fahrzeug bewegt sich. Oh. Patrouillenfahrzeug, Söldner. Ein Sicherheitsteam, gute Ziele. Kein russisches Militär. Es kann losgehen, CIA. Blue Viking 5, Echo 3-1 hier. Ungeschützte Truppen, Südtor, Freigabe zum Feuern. What? AC-130? 5 Sekunden. Wow! Echo 3-1, gute Wirkung auf Ziel. Viking zurück zur Basis. Oh, oh. Besten Dank, Viking. Wir übernehmen jetzt. Oh, meine Granate hat scheinbar keinen Lärm gemacht. Ah ja, ich verstehe. Was war das gerade für eine Nummer? Wieso hatten wir Schalldämpfer vorher? Mehrere Schützen zu Fuß. Wieso hatten wir Schalldämpfer, verdammt, wenn die hier mit Raketen drauf geschossen haben? Stopp, lass sie näher kommen. Oh shit, ich verstehe, was hier gleich abgeht. Wahrscheinlich. Keine gute Sicht. Ich habe ja jetzt schon ein bisschen Lärm gemacht. Da hat wohl jemand mit dem Feuer gespielt. Oh hey. Ich nehme die mal mit. Bei der Pistole vergesse ich sowieso, die einzusetzen. Wenn es nachher laut wird, dann kann ich die mal in die Hand nehmen. Es wird bestimmt noch laut. Wir sollten uns mehr ins Feuer stellen, damit wir besser sichtbar sind. Oh fuck, Mann. Sorry. Wir haben Funkgeräte und Waffen. Erlöst sie von ihrem Elend. Hä? Was zum... Oh, ich verstehe. Das war nicht nett. Was zum Teufel war das? Seh nix. Ich mag diesen Einzelschuss eigentlich ganz gerne. Ich weiß doch gar nicht, wie man den Feuermodus ändert. Im Moment, was geht denn hier? Ich könnte mir vorstellen, dass ich da zukünftig mehr Muni für bekomme. Nee, komm. Heiß. Aber... Was ist das für eine Taste? 5 auf der Maus. Steht hier unten nicht 4? Nee, das ist das... Wir müssen das Gas sichern, bevor sie es wegschaffen. Toll, eine Taschenlampe, Alter. Verdammt, was ist das für... Was ist damit für eine Taste gemeint? CIA? Oh, oh, hier ist ja noch einer. Ja, ich hoffe, dass ich ohne die Taste auskomme. Weil Taste 5 funktioniert auch nicht. Au! Au!
bin auch so ein schlechter Schütze, ne? Du gehörst ja wohl zu mir. Wow. Ich dachte, ich könnte noch lässig dran vorbeispazieren. Ach, ja. Ah, die guten alten Zitate wieder. Wenn wir den Stift gezogen haben, ist Mr. Granate nicht mehr unser Freund. Egal. Wir haben doch jetzt eh Lärm gemacht hier, oder? Ach ja, das MG. Oh oh, na toll. Leg das MG ab und raus! Vorwärts los! Au! God damn it! Oh, ich warte dann erstmal, ne? Weit beim Gebäude! Leg das MG ab und raus! Sie bewegen sich! Hey, cool! Oh shit! MG ausgeschaltet. Ich wollte gerade sagen, ich habe hier noch gar nicht geguckt. Oh, wow! Ah, ein. Na, komm schon! Bock, die Waffe mitzunehmen, ne? Kann ich doch, die kann ich doch mitnehmen. Wenn Lärm, dann richtig. Gefällt mir. Gesichert! Das Gas muss da drin sein. Ich denke, wir kommen zu spät. Ist auch chillig, ne? Eben den ganzen Laden noch mit Raketen beschossen und hier soll irgendwo ein Gas stehen. Da könnten Chemikalien drin sein. Masken auf. Ich hätte der Einsatzleiter sein müssen. Auf geht's. Die haben den Strom abgestellt. Ihr wollt mich verarschen. Boah. Aber juckt. Ich geh da nicht rein, solange ich noch nicht sehen kann. Deckung 3-1. Ziehen wir es durch. Hier drin ist es stockdunkel. Mein Auge juckt. Hast du das gehört? Scheiße. Siehst du das? Kontakt! Ich habe etwas gesehen. Erster Mittel. Im Steak? Ach, damit geht das. Was ist das krank, Alter? Ausgesichert. Schalten wir den Strom und das Licht an und finden dieses Gas. Roger 3-1. Lichter an. Hätten Sie bitte einmal einen alten Klischeeschalter, bitte. Yo, danke. Von der russischen Armee. Einpacken bitte. 3-1 am Watcher. Barkovs Söldner sind Spetsnaz. Wir haben Gefallene von der russischen Armee. Wir müssen sofort hier weg. Negativ. Das Kommando will die Mission. Ich will den Bus fahren. Ist nicht unsere Entscheidung. Sehen Sie nach, ob es das ist, weshalb wir hier sind. Wir machen die Laster startklar. Jackpot. Gas bestätigt. Verstanden, 3-1. Einpacken und zurück zur Basis. Verstanden. Rücken wir ab. Heftiges Röhrchen.
Und warum so einen großen Karton für einen 24-Zoll-Monitor? Und bei welcher Party darf ich mitmachen? Ach, bei der. Ich glaube, ich habe genau die richtige Waffe für den Einsatz jetzt. An alle Stationen. Wir sind unterwegs zur Evakuierung. Sichert eure Sektoren. Ah, ich darf nicht. Gute Arbeit, Alex. Zum Treffpunkt für Evakuierung. Alter! Das ist auch so ein Call of Duty Klassiker. Aus irgendeinem brennenden Fahrzeug rausgezogen werden. Oh fuck. Wer zum Henker sind? Sieh die, da Anführer. Mano Russi. Marines. Amitab. Oh shit. Oh, ich hab die Augen zu. Fahrrad! Maratko! Jalla! Jalla, jalla! Okay, ich bin der Überlebende jetzt in der Story. Echo 3-1 an Watcher. Alex, was ist passiert? Terrorangriff. Mehrere Marines gefallen. Gas geklaut. Evakuieren, sofort. Roger. Da sind mehrere russische Truppen auf dem Weg zu euch. Ausharren. Wir sind unterwegs für Extraktion. Was heißt zu euch? Hat sich hier mal jemand umgeguckt? Die Operation ist jetzt eigenständig. Was zur Hölle soll das heißen? Sie haben keine Freigabe, Colonel. Das sind meine Marines. Wir brauchen auf der Stelle ein Team das vor Ort. Das ist nicht ratsam. Und Sie entscheiden das Colonel. Nicht. Laswell. General, meine Leute... Norris, Sie können wegtreten. Oh, jetzt ja. Ist das wieder so ein... Wer hat hier das Sagen-Ding? Problem. Der Kreml hat die Konfliktentschärfung aufgehoben. Die Sechste fährt aufs Schwarze Meer und chemische Waffen sind bereits im Umlauf. Da sind ihre Fingerabdrücke drauf, Laswell. Fixen Sie's. General, Informationen sind unsere beste Waffe. Informationen haben wir schon versucht. Finden Sie eine bessere Waffe. Was für eine epische John. Unterhaltung. Laswell. Wo sind Sie? Beschäftigt. Ich habe ein Problem. Russen? Ja, Mann! Price! Die Russen haben chemische Waffen erobert. Sie könnten überall sein. Paris, New York. London. Und das Briefing? War gerade. Heftig, Mann! Heftig! Saucooler, Auftritt von Captain Price. Bin jetzt nicht der größte Call of Duty Experte, aber Captain Price ist mir natürlich ein Begriff, weil ich Modern Warfare 1 und 2 sehr gerne gespielt habe. Okay, das war's. An dieser Stelle vielen Dank erstmal. Ne? Wir sehen uns bei der nächsten Folge. Hat auf jeden Fall schon mal mega angefangen. Ich freue mich, wie es weitergeht. Bis dann.